1400 Israelis sind in den vergangenen zwei Wochen von der Hamas getötet worden. Zum Teil bestialisch ermordet, zu Tode gequält. Diesen gedenken wir jetzt mit einer Minute des Schweigens. Und im Anschluss wird Rabbiner Ehrenberg das Kaddisch in Erinnerung an die Verstorbenen sprechen. Rabbiner Ehrenberg, bitteschön. Vor der Kaddisch-Gebet, wir heiligen das Leben. Und deswegen, wir fangen erstmal ein Gebet für unsere Geiseln in Gaza. Und die alle, die verletzt wurden, die in Krankenhäusern sind. Das machen wir jeden Morgen und Abend in unserer Synagoge. Das ist Psalm 130. Shir Hamalot Mimamakim Kraticha Adonai. Adonai Shima Bekoli Tiena Oznecha Kashuvot. לכל תחנוני. קיוויתי אדוני קיוותה נפשי, ולדברו אוכלתי. יחל ישראל אל אדוני, כי עם אדוני החסד, וארבה עמו פדות, והוא יפדה את ישראל מכל עוונותיו. אחינו כל בית ישראל, הנתונים בצרה ובשביה, העומדים בין בים ובין ביבשה, המקום ירחם עליהם ויוציאם מצרה לרווחה, ומאפלה לאורה, ומשעבוד לגאולה, אשתה בעגלה ובזמן קריב, ונאמר אמן. Ein Todesgebet für 1400 ermordete Juden in Israel. El Male Rachamim Shochen Bambromim Ametzeh מנוחה נכונה על כנפי השכינה במעלות קדושים וטהורים וגיבורים כזוהר הרקיע מזהירים לנשמות הקדושים שנהרגו על ידי ארגון הטרור הברברי ימח שמו וזכרו ואת כל כוחות הביטחון שנפלו במלחמתם כנגד החמאס ומסרו נפשם על קדושת השם עם בעבור
שאנו מתפללים לעילוי נשמותיהם. לכן בעל הרחמים יסתירם בסתר כנפיו לעולמים, ויצרור בצרור החיים את נשמותיהם. אדוני ונחלתם בגן עדן תהה מנוחתם, וינוחו בשלום על משכבותיהם, ויעמדו לגורלם לקץ הימים, ונאמר Jetzt, ich werde sagen, ein Kaddisch-Gebet. Der Text lautet, beginnt mit den Worten Itgadal vi itkadash shemei rabba. Bedeutet, dass wir beten Gott, er soll mehr präsent sein. Er soll mehr anwesend sein. Und der Kaddisch beenden wir mit den Worten Oseh Shalom bimromav uyaseh Shalom aleinu v'al kol Yisrael v'imru Amen. Das ist der Kaddisch. Ich habe mehrere Gelegenheit, mit Leuten zu sprechen und frage, was wissen Sie über das Wort Shalom? Ja. Shalom ist guten Tag. Shalom ist auch Frieden. Frieden zwischen Menschen, Frieden zwischen Völker, Länder. Ich möchte euch noch etwas sagen. Eine dritte Bedeutung, eine sehr wichtige Bedeutung bei uns Juden über das Wort Shalom. Shalom ist auch Gottes Name. Shalom ist ein heiliger Name. Unser Gott ist Oseh Shalom und gegen Gewalt. Nur so kann die Welt existieren. Id gadal v'id kadash shemei rabba. ועלמה דברך חירותי וימליך מלכותי בחיי חון וביום חון ובחיי בכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יש מי רבה מבורך לעלם ולעולמי עולמיה, התברך והשתבח והתפאר והתרומם והתנשא והתהדר והתעלה והתעלל שמי דקודשה בריחו. לילה מן כל ברכתה ושירתה תושפחתה ונחמתה. דמירן בעלמה ואמרו אמן. יש למה רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו. הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עם ישראל חי. Wir danken Rabbiner Ehrenberg für das Kaddisch und äußern unser tief empfundenes Mitgefühl, weil das eigentlich auch gesprochen wird im Zeitalter größter Tragödien, die den jüdischen Menschen widerfahren. Und Sie haben gerade eindrucksvoll gezeigt, dass Religion identitätsstiftend ist, als ein identitätsstiftender Faktor, eben nicht, wenn er Verhaltensbestimmung wird, eben nicht, wenn Politik gemacht wird mit Religion. Und deswegen ist das auch verankert in unserem Grundgesetz, das Recht auf Religionsfreiheit, aber eben auch auf Glaubensfreiheit. Und wir sind sehr dankbar, dass wir heute alle, ja, im Grunde genommen Vertreter der unterschiedlichen Religionen bei uns haben. Allen voran möchte ich begrüßen Ellen Güvelgen, der Alhambra-Gesellschaft, der ein
unglaublich beeindruckenden Job macht, der immer wieder den Finger in die Wunde legt. Ich weiß aus eigener Erfahrung, wie schwer das ist und wie wenig die eigene Community konfrontiert werden will, auch mit Fehlleistungen, aber genau dazu müssen wir auch als Religionsgemeinschaft in der Lage sein, kritisch zu hinterfragen. Und deswegen bin ich sehr dankbar, dass Alan Givenchyn heute von der Alhambra-Gesellschaft da ist, aber er ist nicht der Einzige. So, vielen Dank, meine Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, Kavalin. Vielen Dank, dass Sie so lange ausgehalten haben. Vielen Dank an den Trägerkreis. Vielen Dank an die Unterstützer dieser Veranstaltung. Und jetzt geht es eigentlich erst richtig los, weil die kommenden Tage und Wochen werden uns eine Auseinandersetzung bescheren, wo all die Commitments, die wir heute gehört haben, die wir heute beklatscht haben, dann in den Diskussionen eingelöst werden müssen. Es wird unschöne Bilder geben, es wird Tragödien geben und wir wollen nicht vergessen, dass Israel angegriffen wurde, dass Israel sich wehren muss, um seine Existenz zu verteidigen. Und es gibt keinen chirurgischen Krieg. Und ich bin begeistert, dass es uns gelungen ist, auch wenn man es jetzt nicht mehr so sieht bei den letzten. Das war die größte pro-israelische Veranstaltung in der Geschichte unserer Republik. Und ich bin froh, dass das Zeichen gelungen ist, dass der nicht-jüdische Teil dieser Gesellschaft maßgeblich neben dem Zentralrat und der deutsch-israelischen Gesellschaft diese Veranstaltung getragen hat und Träger dieser Solidarität gewesen ist. Jetzt was Technisches. Sie können links und rechts abgehen. Durch das Brandenburger Tor können Sie noch nicht gehen. Es gibt ab 18 Uhr am Bebelplatz für die, die wollen, eine Gedenkveranstaltung für die 1400 Toten und eine Solidaritätsaktion nochmal mit den Familien der Geiseln, für die Geiseln. Wer dahin will, entweder über die Dorotheenstraße oder hinten am Holocaust-Denkmal vorbei, können Sie zum Bebelplatz durchgehen. Und jetzt zum Abschluss, wie es gute Tradition ist bei den Veranstaltungen, die wir für Israel durchführen, spielen wir die israelische Nationalhymne, die Hatikva. Es ist ein Lied, das im 19. Jahrhundert komponiert wurde und auch der Text wurde in dieser Zeit geschrieben. Es ist ein Lied, das Hatikva heißt die Hoffnung, dass die Verbundenheit des jüdischen Volkes mit seiner angestammten Heimat, aus der die Menschen vor 2000 Jahren vertrieben worden waren, zum Thema hat. Ich finde es ein wunderbares Lied und damit beenden wir die Veranstaltung. Vielen Dank, dass Sie da waren.
Jerusalem.